Jolein, wie haben Sie die Debatte heute Morgen empfunden? Und es war eine echte große Europadebatte. Es ist deutlich geworden, dass die Pro-Europäer sich noch mehr zusammenschließen müssen und auch werden. Aber auch die Gefahren für dieses Europa, wenn man Frau Le Pen gehört hat und Herrn Farage, dann ist klar, dass es ein tödliches Gift in Europa gibt für diese großartige Idee der europäischen Zusammenarbeit und Einheit. Wenn Sie schon Nigel Farage antexten, es ist ja so gewesen, dass er heute Morgen gesagt hat, ihr habt mich ausgelacht, jetzt lacht er nicht mehr. Ist das weiterhin die Rolle des Provokateurs oder wie schätzen Sie das ein? Nun, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Mal sehen, wer das ist, ob das Herr Farage ist oder alle die, die davor gewarnt haben, dass Großbritannien sich von dieser Gemeinschaft der Europäer verabschiedet. Ich glaube schon, dass da großen Schaden für das Land, leider auch für alle anderen entsteht. Ja, er hat gewonnen, weil der Populismus mit einfachsten Parolen und auch zum Teil Lügen die Leute verführt hat. Das muss man so sagen. Er hat auch gesagt, dass man jetzt aufs Tempo drücken will aus seiner Sicht. Das hört man aus Großbritannien in den letzten Tagen relativ selten. Leider ist er nicht in der Regierung, nicht wahr? Na gut, Farage ist das Original. Er will raus bei Cameron und auch bei Boris Johnson. Da weiß man das nicht so genau. Von daher ist er konsequent und sagt, das Volk hat gesprochen. Jetzt aber mal Tempo, damit Klarheit herrscht, wo wir stehen und was dann die neue Realität ist. Man merkt ja, dass das in London bei der Regierung so klar nicht ist. Da werden noch wird noch viel Wasser die Themse runterlaufen, bis die klar werden, was dieses Referendum bedeuten soll. Also in dem Zusammenhang ist Farage der Einzige, der so ein bisschen Wort hält. Die EU beteuert ja die ganze Zeit, jetzt liegt der Ball im Spielfeld der Briten. Was passiert denn, wenn der Ball da zu lange liegen bleibt oder vielleicht ewig dort liegen bleibt? Und ewig geht nicht und lange geht auch nicht, aber in der Tat bis heute oder morgen wäre es wohl zu früh gewesen. Es sieht ja so aus, dass Cameron diese Verantwortung seinem Nachfolger zuschiebt und die müssen dann erstmal einen Regierungspräsidenten, einen Premierminister küren. Das dauert uns wiederum zu lange. Also ich glaube, nach der Sommerpause geht es dann um die Wurst. Viel länger werden wir wohl auch nicht mehr zugucken. Im Oktober spätestens ist der nächste EU-Gipfel. Dann muss klar sein, dass der Antrag auf Austritt gestellt ist. Also Sie gehen auch nicht davon aus, dass jetzt hier auf dem Gipfel, der heute beginnt, noch größer aufs Tempo gedrückt wird? Ja, es wird sicherlich eindringlich gemahnt, das jetzt nicht auf die lange Bahn zu schieben, weil alle Sicherheiten wollen, die Investoren, die Politik, die Bürger wollen wissen, was ist nun los, wie geht's weiter. Und da kann man das noch ein paar Wochen hinauszögern, aber mehrere Monate wäre schon fast zu viel. Ist denn noch ein zusätzlicher Gipfel denkbar, der vielleicht im September stattfindet, nur mit den 27, ich sag mal, verbliebenen Staaten? Na gut, bisher wurde ja gesagt, wir machen keine Verhandlungen, auch keine Geheimverhandlungen, bevor wir nicht den formellen Antrag nach Artikel 50 für den Austritt haben. Ich kann mir vorstellen, dass die EU der 27 sich schon morgen bei ihrem Treffen auch organisieren wird, bekräftigen wird, dass das europäische Projekt nicht gestorben ist, sondern jetzt noch umso besser fortgeführt werden muss. Nicht dieser Wille zur Gemeinschaft, der wird morgen artikuliert. Ich weiß nicht, ob man den jetzt im September noch mal erneuern muss, aber bei der Griechenland-Krise hatten wir viele Sondergipfel. Warum nicht bei der Grexit- und Brexit-Frage dann auch noch mal extra zusammenkommen? Sag Jolein, herzlichen Dank.